Ne, Natururin ist schon wieder dran. Ich bin schon wieder am Bier trinken. Mein scheiß Bier ist alle. Ich muss schon wieder neues Bier aufmachen, damit ich noch mehr Bier trinken kann. Also, ich habe jetzt gerade Bier aufgemacht. Und weil ich jetzt endlich wieder Bier trinken kann, kann ich jetzt das Video beginnen. Das ist jetzt Tag Nummer 3 von der 10-Tageswanderung, die ich gemacht habe. Und an dem Tag bin ich folgende Strecke gelaufen: von Rothenburg-Wümme bis nach Visselhövede. Laut Aufzeichnung bin ich 26,9 km gelaufen. Ich wollte eigentlich bis nach Soltau laufen. Aber wie ihr jetzt gleich im Video sehen könnt, habe ich das nur bis Visselhövede geschafft. Das ist ungefähr 20 Kilometer vor Soltau entfernt, beziehungsweise an halt eine Bahnfahrthaltestelle entfernt. So, bevor Videostart kommt, nochmal Bier trinken. So, jetzt Videostart kommt. Ja, guten Morgen. Es ist 10:35 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden. Und ich konnte. Ja, und jetzt erstmal Bier trinken. Und ich habe hier, wie heißt das nochmal? Ich habe heute weniger gut geschlafen, weil ich Wildtiere gehört habe. Da waren voll fett hier Getrampel neben meinem Zelt. Das hat voll vibriert auf dem Scheißboden. Und diese Gestalt, ich weiß nicht, was das war, das hat gemacht. Und ist an diesem Scheißzelt vorbeigetrampelt. Das hat sich voll cool angehört. Aber es hat mich so ein bisschen wach gehalten. Das müsst ihr auch mal genauso machen. Das hat Spaß gemacht, diese Geräusche zu hören. Tiere. Du bist Waldpen. Ich hab ein bisschen Scheißzähne gewaschen und hier jetzt mein Scheißzelt zusammenbauen und dann hier drauf stapeln und dann nochmal Bier aufmachen und dann glaube ich einmal kurz zu Rothenburg hinlaufen, wieder zurücklaufen, um dann nochmal Bier zu holen und dann nach Visselhövede laufen. Ich glaube bis nach Soltau schaffe ich nicht wegen Scheißzeit. Und weil, wenn ich morgen zum Harztour machen will, dass ich dann, glaube ich, vielleicht in Visselhövede in so einen Scheißzug einsteige und danach in Soltau ankomme. Das ist eine Haltestation. Damit ich morgen früh dann meine Harztour machen kann. So, 11:40 Uhr, ich habe meine Scheißsachen eingepackt und meine Scheiß Aufzeichnungs-App gestartet. Und jetzt noch mal Scheißbier trinken. Und jetzt weiterlaufen nach Scheiß Rothenburg, um noch mehr Bier zu kaufen. Bier trinken. Ne, komische Wespe gefunden. Ne, hat schon wieder Nacht gemacht. Schon wieder Bier trinken. Und jetzt noch ungefähr Scheiß 19, 20 Kilometer bis Scheiß Visselhövede. Von da aus fahre ich mit der Scheißzug nach Soltau. 5 km gemacht und ich habe hier diese Landstraße, die direkt 20 km nach Scheißwisselhöfe fährt, ignoriert. Und ich bin jetzt in so einen Scheißwaldweg dran gekommen, weil ich mag Wald. Ich versuche diese Richtung zu halten, dass ich in Wisselhöfe pünktlich ankomme. Ich habe Fußschmerzen. Voll cool Ausblick, Wald. Waldduft von Wald kommt. Nicht so wie diese Scheißstadt, wo überall Häuser und Verschmutzung und so weiter ist. Hier, da sind Bäume. Schon wieder Bier trinken.
Jetzt weiter zu gelaufen. So, 7 km/h. Und oh Scheiße, ich hab mich ein bisschen verlaufen. Weil wenn ich jetzt hier lang diese Straße weitermache, dann komme ich vielleicht in falsche Richtung. Viel zu weit abseits. Deswegen laufe ich wieder diese Scheiße zurück. Bis zur Landstraße und dann ein bisschen Landstraße laufen und dann vielleicht irgendeinen anderen scheiß Waldweg laufen. Schon wieder Bier aufgemacht. Hier trinken. Ich bin hier, weil ich muss pinkeln. Schon wieder Bier aufgemacht. Schon wieder Bier trinken. Für alle, die geskippt haben beim Video anschauen und vielleicht jetzt drauf gekommen sind. So sieht mein Gepäck aus. Hier, da holt man eine Scheißtasche mit Klamotten und andere Sachen. Und hier mein Scheißzelt. Und hier mal eine Biertasche mit Sitzfunktion. Und das hat ganz viel schwer dran, wenn man das hier die ganze Zeit tragen muss. Das geht richtig auf diese Scheißarme. Und das tut voll weh und das ist voll anstrengend. Landschaftsschutzgebiet gefunden. Da war ein Autofahrer, der hat angehalten. Der hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und der hat mir einen Knurrpass gegeben. Aber weil, habe ich auch eingenommen, das werde ich später fressen. Aber jetzt erst mal noch ein Bier trinken. Oi, ihr Kurvalutscher! Ich hab hier noch 12 km bis Scheißmisse Hövede. Und ich hab fast hier 7,9 km von Rotenburg Entfernung gemacht. Diekste Toilette gefunden. Jetzt kann ich scheißen gehen. Hier rein. 13 Scheiß-KM gemacht. Und jetzt hier ganz kurz hinsetzen und dann gleich weiterlaufen. Ist jetzt hier so rum. Und schon wieder Bier trinken. Und dann gleich weiter zu gelaufen. Mit Scheißbeine. So, ich habe heute 15 Scheiß-KM gemacht. Und jetzt schon wieder Bier trinken. So, jetzt noch ein paar KMs. Und dann gekommen die Scheißwisselhöhe. Wir haben jetzt fast 5 Uhr. 17,5 km. Viertellandschaft gefunden. Viertel vor 6. Und noch ein bisschen mehr als 5 km. Bis Scheißwisselhöhe angekommen. Aber jetzt ganz kurze Scheißpause machen hier auf dieser Scheißbank. Weil diese scheiß Biere, das ist immer voll schwer. Aber jetzt schon wieder. Hier, wie heißt das nochmal? Warte. Jetzt neues Bier aufmachen und gesaufen jetzt. Sofort. So, wie viel Scheiß-KM ist bis zur Höhe, bitte? 5 Scheiß-KM. Vielleicht noch eine Scheißstunde und dann bin ich da. 20 Scheiß-KM heute gelaufen. Schon wieder Bier trinken. Vielleicht noch 2, 3, 4 km bis Scheißwisselhöhe wieder gekommen. Und dann bei diesem Scheißzug reinsetzen. Mit meinem Scheißbein. Und dann weitergemacht. Zu gefahren und dann, und dann bin ich da. Ich habe Wisselhöhe wieder gefunden. Jetzt suche ich Bahnhof zu Wisselhöhe wieder. Oh Scheiße, ich habe kurz Durchfall gehabt. Ich habe meinen letzten Scheißzug verpasst. Der 19 Uhr noch was gekommen. Jetzt ist 20 Uhr. Und jetzt muss ich noch bis 21.31 Uhr warten. Hier in Wisselhöhe wieder. Ich glaube, ich komme zu so einem Scheißdönerladen irgendwo treffen und suchen. Und dann da Döner fressen und dann wieder hierher gekommen und dann Bahn fahren. Ich bin gerade immer noch in Wisselhöhe wieder. Ich habe bei Türken Döner gefressen. Und ich habe schon wieder ein neues Scheißbier aufgemacht. Jetzt weiter zu gelaufen bis zum Bahnhof. Und da Scheißzug erwischen. So, jetzt warte ich hier Scheiß Bahnhof. Gleich kommt Zug und dann fahre ich nach Scheiß-Solto. Ich bin in Solte Ort zu gekurbelt und ich habe schon wieder Bier aufgemacht. Und jetzt auf Kumpel warten, dass ich da vielleicht ein bisschen duschen kann. Und dann bei anderen Kumpel ein bisschen pennen. Oder woanders, keine Ahnung wo. Das war jetzt Tag Nummer 3 gewesen. Beim nächsten Mal mache ich Tag Nummer 4 fertig. Der 10-Tages-Wanderung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer beschissener Natururin.